Mein Name ist Johannes Wiener, ich bin Sprecher der RKB. Wir stehen heute hier in Solidarität mit unseren Brüdern und Schwestern in Palästina. Wir stehen heute hier mit unseren Brüdern und Schwestern in Syrien. Der Kampf in Syrien, der Kampf in Palästina für Freiheit, für Gerechtigkeit, für soziale Rechte, für Gleichheit ist auch unser Kampf, weil wir für die gleiche Sache kämpfen. Auch wenn wir in verschiedenen Ländern unter verschiedenen Bedingungen kämpfen. Wir in Österreich kämpfen für die volle Gleichberechtigung der Migranten und Migrantinnen. Wir kämpfen für gleichen Lohn, für gleiche Arbeit. Wir kämpfen dafür, dass man in seiner Muttersprache sprechen kann, dass man in seiner Muttersprache unterrichtet werden kann. Wir kämpfen dafür, dass wir Arbeiter und Arbeiterinnen nicht mehr ausgebeutet werden, dass die Frauen gleichberechtigt sind. Dieser gerechte Kampf kämpfen auch unsere Brüder und Schwestern in Palästina und dem Teil von Palästina, der von Israel besetzt ist, nämlich ganz Israel. Der Kampf für die Freiheit unserer Brüder und Schwestern in Palästina kann nur gewonnen werden, wenn nicht nur die nationale Unterdrückung der Palästinenser und Palästinenserinnen beseitigt wird, sondern auch ihre soziale. Wenn der Kampf für nationale Rechte, für nationale Gleichberechtigung verbunden wird mit dem Kampf für den Sozialismus, für ein gerechtes System, für uns Arbeiter und Arbeiterinnen und für alle armen Menschen. Und deswegen sagen wir, hoch die internationale Solidarität, Freiheit für Syrien, Freiheit für Palästina, lang lebe der Sozialismus!